Albert Nagel. Schönen Abend nach Lustenau, Herr Nagel. Ja, schönen Abend, Frau Gamow. Grüß Gott. Sie haben einen ziemlich anstrengenden Nachmittag hinter sich, mit dem Ergebnis eben, dass Sie Helgi Kolbitzon weiterhin als Trainer wollen. Was war jetzt ausschlaggebend für diese Entscheidung? Ja gut, wir haben jetzt einmal gesagt, jetzt werden wir mal das Derby gegen Innsbruck abwarten. Da hat der Helge nochmal die Gelegenheit, um in die Erfolgsspur zurückzufinden. Und ja, natürlich haben wir gleichzeitig und parallel geschaut, dass es Alternativen gibt. Und jetzt hoffen wir halt, dass wir um einen Trainerwechsel rumkommen, aber durchaus möglich, dass wir den vollziehen müssen. Ja, das klingt jetzt nicht nach einem definitiven Ja zu Helge Kolbitzon, sondern nach einer großen Rückendeckung. Ja gut, mir wirft mal vor, ich mache zu wenig Rückendeckung. Ich möchte einfach mal sagen, ich bin jetzt 25 Jahre zuständig in unserem Verein für Trainerfragen und in dieser Zeit haben wir genau zwei Trainer frühzeitig entlassen. Wir müssen es in einem Verein sagen, wo es wenige, was so wenige sind. Also ich schaue, dass wir mit den Trainern so lange wie irgendwie möglich zusammenarbeiten, aber wenn es dann halt keine Impulse mehr gibt, dann muss man vielleicht was machen, sogar dann, wenn man zufrieden ist und wenn man glaubt, es liegt nicht unbedingt dran, aber man muss einfach was verändern und in diesem Fall würde man versuchen, mit dem Helge in einer anderen Position bei uns weiterzuarbeiten. Ja, wie groß war denn jetzt der Druck oder ist denn der Druck aus dem Umfeld auch auf ja, gut, Sie persönlich? Der Druck steigt natürlich, ja, der steigt natürlich täglich. Man hat natürlich ganz andere Erwartungen an Austria Lustenau, zu Recht auch. Wir haben einen guten Kader. Wir haben eine Mannschaft, die ganz vorne mitspielen können müsste, von den Spielern her. Und wenn man dann halt da hinten herumkrebst, dann ist kein Wunder, wenn man nicht zufrieden ist. Und da haben natürlich die Leute, die einen neuen Trainer wollen, Rückenwind, wenn man nicht gewinnt. Aber trotzdem gibt man ihm jetzt noch einmal die Chance. Das heißt, er muss jetzt gewinnen gegen Innsbruck. Ansonsten ist er weg oder reicht nicht einmal ein Unentschieden? Schauen Sie, wir schauen da nicht unbedingt nach dem Ergebnis. Es geht einfach darum, haben wir das Gefühl, dass es aufwärts geht. Und wenn wir das Spiel gesehen haben gegen den FAC, dann hat eines gestimmt, nämlich die Moral. Wir haben dreimal ausgeglichen. Man hat das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft für den Trainer gewinnen möchte. Das hat gepasst. Aber die Leistung am Platz war natürlich alle sehr wie berauschend. Wir haben eine Fehlpassorge gesehen, wo einfach keinen zufriedenstellen kann. Und wir haben andere Ansprüche und die Zuschauer auch und das zu Recht. Ja, trotzdem, die Mannschaft hat sich dreimal zurückgekämpft, hat sich auch in den Interviews für den Trainer ausgesprochen. Sie sagen, Helge Kolbitzon wird jetzt noch einmal die Chance bekommen. Also Ihnen hat das gestern nicht gereicht, was die Mannschaft da abgeliefert hat und auch ausgesprochen hat. Ja, mir gefällt auch nicht, wenn man sagt, eine Chance geben. Ich meine, der Helge Kolbitzon ist ein Fußballtrainer und er wird nicht auf Austria Lustenau angewiesen sein. Wir geben ihm ja nicht die Chance. Wir möchten gemeinsam Erfolg haben und wir möchten ihm dabei helfen und wir möchten, wenn das da vielleicht jetzt nicht ganz klappt, möchten wir ihn sogar in einer anderen Position bei uns behalten. Ich glaube, da geht dann die Welt nicht unter, wenn es da eine Verschiebung gibt. Aber die große Chance, wir sind nicht die Wohltäter, die ihn behalten, sondern wir waren ja auch lange froh, dass wir ihn hatten. Und ich glaube, er ist ein guter Trainer und wäre schön, wenn der Erfolg zurückkäme. Ja, und in welcher Funktion könnten Sie sich Helge Kolbitzon vorstellen bei der Austria Lustenau? Der Helge ist ein absoluter Sympathieträger, den kann man natürlich überall hinschicken. Ich glaube auch, dass er vom Fußball viel versteht. Er hat gute Kontakte und er könnte gute Dienste leisten in vielen Bereichen. Ja, Sie haben auch gesagt, man schaut sich schon nach Alternativen um. Es gibt ja schon länger das Gerücht, dass der Amateurtrainer Mladen Bozovec schon bereitsteht. Stimmt das? Na, der Mladen Bozovec ist zu uns gekommen als Amateurtrainer vor ungefähr einem Monat. Ich kenne ihn viel zu wenig. Ich kenne seine Arbeit nicht wirklich gut. Und er macht es bei den Amateuren, glaube ich, gut und kommt auch gut an. Aber es ist jetzt einmal nicht das, was wir anstreben. Und wir haben mit etlichen Kontakt und da wird es auf viele Dinge ankommen, auch in welcher Weise, wenn es dann passieren müsste, der Helge uns zur Verfügung steht. Aber dann wird man eher entscheiden können, braucht man einen Trainer, der die Liga kennt oder zusammen mit dem Helge dürfte es auch ein komplett neuer sein. Und ja, das wird sich in den nächsten Tagen sicher weisen.